Ich Nun habe ehrlich gut. gesagt keine Idee, wie sowas aufgehen soll könnte. Außer da mal kräftig gegenhauen. Ich könnte diesen Spruch wiederholen, der auf diesem Tor, auf diesem Portal eingezeichnet ist. Ja, oder wir lassen unsere beiden starken Männer wirklich mal mit Gewalt versuchen, das Tor zu öffnen. Bevor wir irgendwelche Lobpreisungen aussprechen. Das wäre die bessere Idee. Da, Drafim, links, ich rechts. Heran da! Ja, und dann mal dagegen. Beginnt es irgendwas, wo man greifen kann? Es ist ein Portal, eine zweiflügelige Tür, Tor, die ihr dann ja versuchen könntet zu öffnen. Also ihr könnt dann auch versuchen, dann zu ziehen. Natürlich ein bisschen schwer, wenn ihr dann fliegt, aber ja, klar, dafür sind die Proben da. Fliegen plus 7, minus MR. Schauen wir mal, ob ihr da dann irgendwie genug Kraft aufbringen könnt, wenn ihr dann nach unten hängt oder euch dann versucht, da abzustoßen. Das sieht gut aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Ja, ihr hängt zumindest erstmal dran und spürt wohl sowas wie einen Luftzug aus dem Spalt kommen. Es bewegt sich ein bisschen kräftiger! Ein bisschen! Na komm, ich versuche zu helfen. Junge! Hast du eine Stange, die du noch anstecken kannst? Warte, warte. Hau doch mal irgendwer durch dazwischen! Hier, nimm meinen Stab. Ja, ich Immer nehme ihren versucht zu Stab und helfen. prügel den da so doll rein, wie ich kann. Ja, Versuche ich in diese Spalte immer, immer stößt sich so ein bisschen falsch ab und fliegt dann aus Versehen gegen Rafim gegen. Der torkelt da so ein bisschen rum, muss sich dann wieder festhalten. Ja, gut, das hat das Ganze jetzt nicht besser gemacht. Eben hattet ihr den Spalt groß genug für den Stab von Isarun, aber wenn ihr euch jetzt umblickt, die Luft zu könnt ihr jetzt allesamt spüren. Was jetzt allerdings passiert ist, dass sich auf der einen Seite ein Loch in das Schild brennt und die Luft anfängt zu flirren um euch herum und das wird ziemlich warm gerade. Luft beginnt zu kochen. Heilung! Also ich schwebe da nochmal hin zum oberen Teil des Portals und probiere mal, mich an dem Rand festzuhalten und mit den Füßen gegen die Tür zu drücken, mit beiden Füßen sozusagen, links und rechts. Ja, Ich mache möchte mal noch sieben jemand Probe. helfen? Ja, so. Ömer nimmt seinen Wasserschlauch, öffnet den und spritzt ein wenig sozusagen in die Stelle, wo das Loch sich gebrannt hat, von sich aus gesehen, in der Hoffnung, dass er irgendwas, was auch immer da trifft, vielleicht mit Wasser ein Problem hat. Oha, Abelmir. Ja, gemeinsam mit dem Stab und dem Stock von Abelmir, ihr könnt dann ziehen, steckt dann erstmal den Stock von Abelmir rein, dann zieht ihr ein bisschen weiter, erholt euch ein bisschen, dann kommt der Stock von Isarun rein, ihr könnt es so ein bisschen knirschen hören, als ob gerade die Stöcker der Magier nachgeben und splittern würden. Zumindest klingt es so. Und während ihr seht, wie sich der Schild von Isarun, der Guardianum, weiter und weiter auflöst und es immer und immer wärmer um euch herum wird und auch die Luft jetzt anfängt zu brennen, geht die Tür auf. Ihr bekommt alle 1W3 Feuerschadenspunkte. Genau, einmal den W6 halbieren. Und dann ist die Tür offen. Hindurch, hindurch! Rein, rein, rein! Pack den Erstbesten und schmeiß ihn durch. Ich springe mal da durch und möchte während des Springens am besten noch meine Waffe ziehen oder davor, damit ich da bewaffnet drin stehe. Ja, stehen ist nicht, ihr Ach fliegt so. immer noch, könnt immer noch sehen, wie euch die Schwerkraft weiter zumindest nach unten ziehen will, aber könnt euch dann halten, während ihr dann durch diese bronzene Tür hindurchgeschwebt seid. Ja, Isarun kann aus dem Augenwinkel noch versucht zu erkennen, wie sich da irgendein Lava-Auge mit einem Horn als Lied dann. Ja, es sieht fast aus wie ein Gotongi aus flüssiger Lava, so würdest du meinen. Aber nur kurz aus dem Augenwinkel, dann ist es wieder weg. Und ja, dann steht hier in einem Spiegelkabinett. Es sieht so ein bisschen aus wie das Gareta-Vorbild. Allerdings sind die Spiegel allesamt zersplittert. Und ihr könnt dann nicht nur eure eigenen Spiegelbilder erkennen, sondern auch einige Wesenheiten, die sich dahinter befinden, die dort gefangen sind in den gesplitterten Spiegel. Oger, die dort von hinten gegenhämmern. Sein großer Spiegelsaal, Abelmir kennt den schon, der hat den in Yol'Gurmak bereits erblicken dürfen, als er in den schwarzen Palast von Galotta eingedrungen ist. Allerdings, jetzt wo die Spiegel gesplittert sind, können die Oger wohl nicht mehr hinaus. Gut für euch. Ich dachte immer, es gäbe nur einen Ogerspiegel. Was bei Seelenlos Weisheit ist das? Was ist ein Ogerspiegel? Nun, es gibt ein Artefakt mit dem Samen, das unter Aurelid liegt. Angeblich hat Galotta es benutzt, um den Ogrezug herbeizuführen. Auf die eine oder die andere Weise. Aber wie genau? Ein Geheimnis darf so besser nicht gelüftet wird.
Das, die Meinung teilen wir. Wir sollten schnellstmöglich weiter. Bleib dich zusammen. Ich werf noch der Tür hinter uns einen abschätzenden Blick zu. Alle hinter den anderen her. Ja, wenn ihr weiter nach oben schwebt, fliegt, könnt ihr dann sehen, wie die Spiegel irgendwann aufhören und ihr dann über eine große Tafel schwebt. Endlos lange Tische. Zumindest wirkt das auf euch endlos lang. Ihr könnt die andere Seite des Raumes nicht mehr erblicken. Könnte sein, dass der Hofstaat hier mal gespeist hat unter einem künstlichen Sternengewölbe, was über euch hängt, mit einigen beweglichen Lichtpunkten. Eine rote Sonne, ein silberner Mond, der das Ganze hier erhellt, kann natürlich nicht real sein, weil ihr euch in einem gesplitterten Berg befindet. Wobei Rafims innerer Kompass gerade Warnsignale weitergibt. Ein innerer Gefahreninstinkt. Du kannst unter dir, wenn ihr dann den langen Tischen entlang schwebt, könnt ihr dann sehen, wie wohl dort einige Teller sich füllen, wenn ihr an ihnen vorbeischwebt, mit wuchernden Speisen, die aus den Tellern hervorwachsen mit Tentakeln und einige dann auch sehr schnell verschimmeln oder verfaulen. Das ist ein Bild der Widerwärtigkeit. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Also noch viel schlechter, als ich sowieso schon habe. Dann lass uns Druck machen und hier weg. Ja, schneller, schneller. Und weiter einige Balustraden und Treppen nach oben schweben, den Mosaikboden ignorieren, an einigen Gemälden vorbei, die euch anstarren, durchbrennende Augen, als ob sie real sind. Falkenköpfige Statuen, die hier ja, auch stehen im Gang, aus verschiedensten Ecken heraussprießen und dann durch eine weitere Tür hindurch, bis ihr dann wieder so etwas wie richtige Schwerkraft erfahrt. Ihr steht in einem, man könnte fast sagen, Museum. Vor euch ein riesiger Thron. Und darüber brennt, das muss der Splitter sein. Ihr erinnert euch, als ihr in Yol'Gurmak standet. Ömer, Yalan, Abelmir. Das scharf gezackte Artefakt pulsiert glutrot. Ihr seht die verkrüppelten Zweige im Inneren, die sich winden. Die Schattenarme, die daraus greifen. Und in andere Sphären beginnen sich zu schieben. Abelmir, was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich starr wie perplex auf dieses niederhöllische Artefakt und bin erstmal sprachlos und starre wie gebannt auf diesen Splitter. Abelmir! Wenn ihr dann jetzt wieder, wenn ihr wieder auf dem Boden steht und euch so ein bisschen wieder versucht, an die Schwerkraft zu gewöhnen, ihr könnt merken, dass eure Arme und eure Beine zittern, ihr seid gar nicht mehr dran gewöhnt. Vielleicht seid ihr auch viel zu lang geflogen, geschwebt. Das Museum, auf der rechten Seite ein Glaskasten, auf der linken Seite ein Glaskasten. Sie sind beschriftet, in bosbaranischen Zeichen, ein Herz und ein rechter Arm. Die gehören Brin. Ist es wahr, was hier drauf steht? Wenn es das ist, sollten wir sie mitnehmen. Da kümmern wir uns hinterher drum. Für eine Sache hier. Kommt, wir verfahren mit dem Ding genau wie mit dem letzten Splitter. Rafim, Isarun, haltet die Kiste auf. Wir hebeln ihn dort hinein, denke ich. Ja, okay. Gute Idee. Isarun schiebt dann die Kiste so nah wie möglich an den Splitter ran, dass der nicht lange Distanz überbringt. Ihr müsst auf alle Fälle noch ein bisschen gehen. Das ist wie gesagt ein großer Thron in einem Museum, der dann vor euch liegt. Weiter rechts und links weitere Glaskästen mit weiteren Artefakten. Müsst ihr also auf alle Fälle noch ein paar Meter machen. Einen roten Teppich entlang. Ihr seht mich da immer noch mit offenem Mund stehen, irgendwie. Immer haut ihr mal seinen Ellbogen volle Kanne in die Rippen. Jetzt konzentrier dich! Was? Wie? Konzentrier dich, mein Freund! Danke. Was ist los? Ich weiß nicht. Der Splitter. Egal. Ja, genau, der scheiß Splitter. Seht nicht so genau hin. Keine Sorge, bald ist er in der Kiste. Ich gehe mal vor den beiden Kistenträgern entlang. Ihr hört jetzt alle das Flüstern. Er spricht mit euch und verspricht euch alles, was ihr wollt. Hört ihm nicht zu! Er weiß, dass wir ihn fast haben.
Während Jalan auf der rechten Seite weiter entlang geht, auf den Thron zu, du siehst eine weitere Kugel. Eine Kugel vom Auge des Sturms. Das Kernartefakt vom untergegangenen Atal. Gehst weiter. Auf der linken Seite das Alka-Hest. Das soll wohl das Ritual des Ogerkreuzes ausgelöst haben. Ein Kreuzzug der 1000 Oger. Aber mir geht entlang. Hat sich wieder ein bisschen zusammengerissen. Die Schmiedeformel für die schwarzen Schwerter. Die drei Stück, die Borberat führte und dann weitergab an Afax. Ich klopfe mit dem Fingernagel gegen einen so einen Glaskasten. Klopf. Ist das irgendwie Glas, oder? Es ist Glas, ja. Wenn Isarun vor einer der besonders laut flüsternden Artefakte stehen bleibt, denn es ist nicht nur das Artefakt, sondern es sind viele verschiedene Artefakte, die jetzt beginnen, mit euch zu sprechen, mit euch zu reden, in euren Gedanken. Der Schlüssel von Amazeroth zu Gnaf Kaor. Eine Pforte des Wissens. Isarun kneift die Augen zu und beginnt einen hesindianischen Choral vor sich hin zu summen. Weitergehen, nicht anhalten! Das Recht nicht anfassen! Auf ihm kann vor einem besonders schwarzen und knorrigen Zauberstab stehen bleiben. Borberats Zauberstab. Der Seelenfrist. Und Ömer, kannst neben dem Glaskasten ein weiteres Artefakt ausmachen. Das hast du schon gesehen in Yol'Gurmak. Der schwarze Streitwagen. Keine Dämonen, die gerade vor ihm angebunden sind, aber du siehst, wie dort 7 Tiere angebunden werden könnten. Wenn Jalan weitergeht, kannst du eine geborstene Titaniumschale sehen. Ebenso beschriftet. Sie gehörte ebenso Borberat. Und dann steht ihr vor dem Thron. Dem gleißenden roten Splitter. Er flüstert. Komm zu! Selbstbeherrschungsprobe. Plus 13, minus MR. Er Splitter misst 20 auf 15 auf 5 Finger ungefähr. Ist also ungefähr so lang wie euer Unterarm. Zählt als Störungen ignorieren. Störungen ignorieren nicht für einen Zauber? Oder also dafür benutze ich das halt größtenteils. Aber ich frage jetzt einfach mal. Ich glaube, ich würde es nicht zulassen. Ihr könntet der Nachfolger von Galotta werden. Der Nachfolger von Borberat Xamanot. Ihr müsstet ihn nur ergreifen. Ja, man sieht, wie Ömer langsam die Hand ausstreckt. Oh, große Macht. Bug ihn am Genick. Ömer! Du hast den letzten schon angefasst. Einer reicht. Ja, aber überleg dir, was wir alles Gutes damit tun können, wenn die Macht in den richtigen Händen ist. Nein! Ich könnte die Straße und die ganzen Häuser alleine aufbauen damit. Einer reicht. Du hast deinen Dienst am letzten getan. Isarun macht die Kiste auf. Und Garrett steht wieder. Isarun klappt die Kiste auf und reckt sie zusammen mit Glabrafim empor. Jala merkt, wie immer mehr Widerstand versucht aufzubauen und immer wieder versucht, den Arm auszustrecken, den du zurückhältst. Halt ihn fest! Ich versuche ihn jetzt irgendwie mit beiden Händen festzuhalten. Aber mir, nimm deinen Stab und hebel das Ding in die Kiste. Eine das weitere Sinnenschärfe. Kann ihn nicht lange festhalten! Ich muss! Ja, ich. Halt ihn fest! Tu es! Jalan, Rafim, Raufenprobe gegeneinander. Ihr alle, wenn ihr die Kiste aufstoßt, könnt ihr sehen, sie ist leer. Der Dolch fehlt. Raufenprobe gegeneinander, meinst Jalan immer. Ja. Kann man die Kiste über den Splitter klappen nutzen? Du gehst nirgendwo hin, mich Junge! Bleibst du hier! Ich brech dir die Arme, wenn ich muss! Ömer hat aber seine Ringparade geschafft, selbst in der 6 gegen deine 1 bestätigt. Ja, weiter geht's. Ömer, du den Chip, du würfelst die neu. Okay. Und sehr geil, jetzt wird hier gegeneinander gechippt. Oh, verdammte Hacke! Ömer windet sich und windet sich. Lasst mich! Ich bau Garrett wieder auf, ich tu Gutes, ich schwör's! Weitere angreifen. Ja, dann tu es. Weiter angreifen, schauen wir mal. Ah, nicht geschafft. Oh, komm schon! Dann brauche ich aber auch keine Paradewürfel, aber das, vielleicht will der Grafie mich ja festhalten. Verdammt, der Scheiß, jetzt halt ihn fest! Und dann würde ich Ömer einfach umtackeln wollen. Ja, kannst du von hinten anspringen, du hast jetzt ja wieder Schwerkraft.
kannst deinen riesigen Körper aber immer mit einer Würmer schieben. Ich einfach mit einem Seitschritt aus, sozusagen. Du hast dich vielleicht an den Beinen noch gerade so mit der Hand, aber du springst gegen den Thron und du siehst, er sieht viel zu massiv und zu stabil aus, aber du siehst, wie dir der Splitter entgegenfällt. Scheiße! Wie in Zeitlupe. Komm zu mir, tu Gutes! Die Kiste! Ömer kann zugreifen. Also ich möchte gern mit meiner Kiste den Splitter auffangen. Ja, alles klar. Fingerfertigkeitsproben gegeneinander. Ich werde nicht in den Splitter packen. 7 Punkte runter! Ich werde nicht in den Splitter packen. Ja, aber du kannst ja auch versuchen, mit der Fingerfertigkeitsprobe vielleicht Ömers Arm wegzustoßen. Also Isarun darf noch mit der Kiste und der Fingerfertigkeitsprobe versuchen, die Kiste vorzuschieben, während der Splitter in der Luft kann langsam in Zeitlupe... Kann ich sie unterstützen? Du darfst sie unterstützen. Ja, ist vergessen. Kann ich Ömer das Knie brechen? Sie verliert die Kiste. Wollt ihr einen Chippy ausgeben, um Ömers Leben zu retten und die Fingerfertigkeitsprobe von ihm neu zu würfeln? Ich setze meinen Chip ein und würfel Fingerfertigkeit. Deine eigene, okay. Ja. Kann ich noch... Habe ich mein Schwert noch in der Hand? Du hast aktuell gerauft, ne? Das kann ich aber in deiner Hand. Willst du jetzt nach seinem Arm schlagen? Ich würde eigentlich den Angriff zum Hinterwerfen führen. Rafim und Jalan auch Fingerfertigkeitsproben würfeln, um meine Fingerfertigkeit zu verschlechtern mit ihrer Qualität. Finde ich gut. Wir haben aktuell Abelmir steuert ein bei Isarun 5 Punkte. Das heißt, es ist noch ein Punkt übrig, den ihr immer... 2 Punkte, den noch immer... Oh, ist das noch ein Punkt? Ein Punkt, okay, ja, 50-50. Nee. Du bist doch nicht dein Ernst. Ömer kann zugreifen. Kann ich einen Befreiungsschlag machen, um ihn wegzustoßen? Ömer kann zugreifen und du spürst, wie ein niederhöllischer Schmerz durch deinen Körper strahlt. Du bekommst ein W6 pro Kampfrunde. Es ist nicht viel, aber du spürst wie... zu kohlen und zu dampfen. Aber Ömer hält feste. Ist auf 24 LE runter. Gut. Dann machen wir... Ich will immer die Kiste gegen den Kopf hauen. Ja, dann macht man eine Raufprobe. Es gibt ja einen Betäubungsschlag. Ja, aber den hat keiner von uns. Den habe ich, aber ich kann mich nicht mehr an die Regeln. Du kannst doch Handkante machen, wahrscheinlich. Tim, versuch die Handkante. Das ist zumindest gelungen. Ömer darf parieren mit dem Splitter in der Hand. Zerbrech ihn noch, ist gut. Ömer pariert sie nicht, er will gleich die Handkante parieren. Kannst du ja umwandeln. Ich guck gerade mal, wie viele Lebenspunkte Ömer noch hat. Ich glaube, du hast noch eine ganze 24. Menge, ne? Ja, dann kannst du das Spielchen auf ein bisschen mehr machen. Gut, dann bekommst du die Kiste aus Basalt gegen deine Fingerknöchel. Es knackt unangenehm. Der Splitter ist warm, angenehm. Er heilt dich. Ich lasse mein Schwert fallen und meinen Streitkolben raus und dann breche ich ihm die Hand. Dann muss er ihn fallen lassen. Immer du spürst, wie deine Hände sich langsam metallisch grau verfärben und auch härter werden. Kannst mit diesem Arm und dem Splitter Gareth alleine aufbauen und Kuntium. Kannst damit die Welt verändern. Dann wird man natürlich mit dem Stahlarm versuchen, einfach mal gemütlich jetzt hier den Arm so in die Waffe zu drehen, dass man den Schlag parieren kann. Ja, los. Attacke. Hopp. Ja, kommt. Irgendwelche Schwerden für nicht lang warten. Was hast du denn versucht? Einfach nur, du wirst ja Erschwernis kriegen für das Ziel. Hier vermutlich. Ich wollte halt nur erstmal würfeln und dann gucken. Also, ist bei 3 Punkte müsste wahrscheinlich klappen und wie 4 Punkte ist der Kopf schon. Hast du ein Glück. Ömer versucht den Arm natürlich zu drehen, aber kriegt den Schlag trotzdem voll auf die Hand. Ja, voller Schaden, ja dann. 12 Bochum. Ah, da bricht der Arm und Ömer lässt den Splitter los. Du bekommst noch einmal 1W6 Schadenspunkte vom Splitter selbst und dann die 12 mit deinem knackenden, brechenden Arm. Die Kiste, stell die Kiste auf! Ja, Ömer fällt einfach zu Boden, hält sich die mit der einen gesunden Arm und Hand den kaputten Arm und schreit vor Schmerz, weil er ist bei 5 LE. Ich kann euch. Schnell die Kiste! Die Kiste! Ich schieb die Kiste da hin. Jetzt mach ihn da rein, los mit deinem Zauberstab, was weiß ich. Kann man nicht. Wir müssen ihn noch benutzen. Also Kiste auf die Seite legen und mit dem Stab irgendwie sozusagen gegen das Artefakt schlagen. Ja, mach nochmal einen Stabangriff. Stabangriff, dann ist das drin, okay. Dass du ihn da rein boxieren kannst. Gott sei Dank.
Ja, und so verschwindet er. Ein weiteres Klicken. Du drehst und wirbelst den Stab einmal und die Kiste aus Basalt schwingt wieder zu. Du siehst, wie die Glyphen aufleuchten, sowohl die Kamalen als auch die magischen Runen. Und dann ist alles still. Nur noch Ömer, der sich leise windet, weint. Oh, wir können auch mit ihm gar nicht aufbauen. Ömer, komm zu dir. Hier, nimm einen Heiltrank. Knie mich neben ihn und halt ihn die Pulle hin. Immer dreht sich noch ein wenig im Kreis. Also ich denke mal, die Wundschmerzprobe hätte ich nie geschafft und deswegen. Es tut so weh, aber wir können noch. Wir müssen doch. Denkt an Gareth, denkt an all die guten Dinge. Tränen verschmiert, schau dir dich an. Dankeschön. Ich weiß nicht. Dieses Ding macht mich wahnsinnig. Ding macht jeden wahnsinnig. Ich hab nicht die Kraft, um dagegen anzukommen. Ich hab das schon damals gemerkt, als wir diesen anderen Splitter gesehen hatten. Was denn? Ich bin schützend vor diesem Ding. Ich habe nicht die Kraft, dagegen anzukommen. Und immer greift zum Heiltrank und trinkt ihn. Das war Isarun, das war D, oder? Yep. Ja, D. Der Gute. Was ist das? 3W6 plus 6? Mhm. Sorry, Junge, wegen dem Arm, aber immerhin musste ich ihn nicht abschlagen. Ja, noch ein bisschen mehr und er wäre abgefallen, kein Problem. Jaras, würfel mal bitte eine Orientierungsprobe, um dich zurechtzufinden, während du über die Trümmerteile stolperst. Die Stadt hat sich verändert, merklich. Aber natürlich. Ja, das, was einst Nadesheim war, du siehst die Leichen, die noch nicht beiseite geschafft worden sind, die jagen dir eine Heidenangst ein. Fürchtest dich? Erinnerst dich damals zurück an die vielen Toten, die du in Alanfa gesehen hast, die du auf der Hohen See wahrgenommen hast, an Helmenport, all das Leid, was du durchlebt hast. Du erinnerst dich zurück nach Werheim. Das hier ist anders. Das hier müssen viele, aber tausende Seelen sein, die heute, gestern gestorben sind, die auch noch weiter sterben werden. Du hörst, wie sie schreien, unter den Trümmern begraben. Du siehst, wie einige Hände sich dir entgegenstrecken, dich versuchen, an den Beinen festzuhalten. Ziehen und zerren nach dir. Sie ziehen dich die Trümmerteile nach unten. Und dann stehst du vor... Ist das die priesterkaiserliche Noralexakrale? Du siehst noch die geborstene Glocke, die hier unten liegt, zerbrochen. Der Eingang ist wohl noch existent, aber du siehst, wie wohl gerade 5, 6, 7, 10 Leute herausrennen und allesamt tragen sie, während du in den Trümmerteilen steckst, nach unten gezogen. Siehst du, wie sie goldene Amulette nach draußen tragen. Plünderer. Unausweichlich. Duron, Raya, steht mir bei, schenkt mir Kraft, dass ich so viele Leben retten kann wie möglich. Und vergib den Sünden derer, die zu schwach sind, die versucht werden. Ich setze meinen Weg fort. Ja, du stützt dich wieder ein bisschen ab, lässt dich nach vorne auf die Knie fallen, so denn möglich, ziehst dich, krabbelst dann auf allen Vieren durch die Trümmerteile und einigen Balken hindurch, sodass du dann irgendwann, ja, du siehst, wie hier wohl schon weiterer Schutt beiseite geräumt worden ist und der erste Platz zumindest freigegeben ist. Die Mauern von der alten Residenz in den Garten hinein sind nach innen oder nach außen gebrochen, das Tor liegt daneben, du siehst auch wohl noch zwei, zumindest Uniformen von der Panthergardist, von Panthergardisten, ihre Gesichter entstellt und dann betrittst du ja den Park. Er war früher ehemals so schön mit den Pavillons, mit dem kleinen See darin, der verdampft ist, das schwarze Gras, ölig, schmierig. Du siehst hier, wie einige Zelte aufgebaut sind und Leonardo, den ihr gerettet habt, hier irgendwo neben sitzt. Du siehst auch, wie Ludolf von Wertlingen gerade sich unterhält mit einer Patrizierin, die ihre Haare zu einem Dutt nach oben gesteckt hat oder so etwas. Sie blickt ihn sehr eisig an, unterhält sich dann, hat wohl auch selber, so wie sie aussieht, unglaubliches Leid erlebt. Und mehr siehst du wohl nicht, die dir irgendwie bekannt sind. Natürlich ist alles voll, in den Zelten kannst du weiteres Wehklagen und Wimmern hören. Das ist die Anlaufstelle. Die alte Residenz, nicht wirklich ganz zerstört, aber viele Säulen, die dann auch umgeworfen sind. Und du kannst auch auf den zerstörten Dachstuhl blicken. Bisschen weiter nach oben. Irgendwelche Wasserspeier, die darauf stehen.
Das ist jetzt also das Zentrum von Garret. Es ist ein Anfang und auch ob der ganzen Zerstörung ein guter Anblick. Es herrscht noch Leben, es gibt Hoffnung. Karinor, da seid ihr ja. Ja, hier bin ich. Wertling läuft auf dich zu, lässt da die Patrizierin stehen und kommt dann. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Die anderen hatten irgendwas gesagt, dass ihr im Raya-Tempel wart oder so. Sie sind aufgebrochen, schon in der Nacht. Haben dort einen sicheren Hafen eingerichtet. Wir haben angefangen, Leute zu retten und Verletzte zu versorgen. Das ist gut, es gibt also ein weiteres Zentrum. Ja, auch der Effa-Tempel, er ist zwar zerstört, doch die Leute dort leben, sie arbeiten, öffnen die Tore, um mehr Hilfe von außen heranzuholen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben mittlerweile mit anderen Botenläufern erfahren, dass zumindest die Stadt des Lichts nach und nach wieder begehbar ist. Es gibt zwar viele Trümmerteile, die noch herumliegen, aber zumindest eines ist gut. Sie haben, trotz dessen, dass dort alles verheert ist, sind wohl nur wenige gestorben. Die Praios-Kirche lebt also. Das ist eine herausragende Nachricht. Ich glaube, 3 oder so sind gestorben, aber bei der Anzahl ist das, glaube ich, zu vernachlässigen. Nun, nicht, dass mehr viele von ihnen übrig waren, aber es ist trotzdem eine gute Nachricht, dass nicht noch mehr gestorben sind. Gut. Wie können wir euch hier einsetzen? Ich glaube, dass ihr euren Freunden hinterherlauft in die Brache, macht so gar keinen Sinn. Sie sind in die Brache gegangen? Sie sind in die Brache. Das war der Vorschlag von ihm da. Er deutet mal mit seinem Finger in Richtung von Leonardo. Verstehe. Nun, ich bin hier, um zu sehen, was noch übrig ist, was noch zu retten ist. Und bin froh, euch alle wieder hier zu sehen. Ja, ihr könnt euch an der Essensausgabe könnt ihr euch verdingen. Wir haben auch schon durch die Hände von Ömer einen kleinen Tunnel aufgetan. Zumindest im Norden, in Wallgraben, bei den Rosskuppeln, da wo die Tobrier leben. Transportieren sie jetzt wohl das Essen, was im Parainetempel eingelagert war, in Richtung Süden. Es gibt eine kleine Versorgungsstraße, aber lange wird das wohl nicht reichen. Wir müssen auch uns darüber bemühen oder darum kümmern, dass der Tempel geschützt wird. Das ja, wir müssen das Wichtigste zuerst. Die Hauptstraße muss freigeräumt werden, um unsere Stationen zu verbinden. Und wir müssen dringend etwas tun gegen nun das, was vielleicht noch kommen wird. Genau das. Ich glaube, es hat gerade erst angefangen. Irgendwann werden sie Hunger leiden und dann werden sie aggressiv. Ich meine eher um die schon gefallen sind. Auch das. Aber wir müssen uns vor allem erst einmal um die Lebenden kümmern, dass sie nicht krank werden. Natürlich, die Toten, diejenigen, die Boron zu sich geholt haben, werden ebenso dafür sorgen, dass wir krank werden, aber... Ich weiß, es mag keine beliebte Entscheidung sein, doch vielleicht sollten wir darüber nachdenken, sie Ingrim gefällig zu begraben. Ich denke, das macht auf alle Fälle Sinn. Auch wenn wir aktuell keine Ingrim-Geweihten mehr haben, denn der Tempel existiert einfach nicht mehr. Ich vermute, wir haben Thorn Eisinger verloren. Und so sehr viele andere. Nun, wir müssen uns um die kümmern, die noch leben. Gut. Essen, Trümmer, Krankheiten,